Ahoi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. In diesem Video heute geht es um alle Klangperlen des Geistertallinienpflückers und des Gräbertallinienpflückers. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß beim Video und hey, denkt auch an den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Aktuell haben leider nur ca. 12% der Zuschauer den Kanal abonniert und ich glaube, da geht noch einiges mehr. Bevor ich euch jetzt zeige, wo ihr die Klangperlen für die Geistertallilien herbekommt, möchte ich euch mal ein paar Beispiele zeigen, welche besonderen Aschen ihr nämlich mit der Geistertallilie aufwerten könnt. Und zwar geht es nämlich um die Aschen, die einen eigenen Namen haben. Ich zeige euch jetzt gerade hier im Hintergrund ein paar Beispiele, die könnt ihr nämlich ausschließlich nur mit Geistertallilien aufwerten. Für die erste Klangperle, die wir finden können, dazu starten wir an der Gnade Nokron, die ewige Stadt. So, von der Gnade aus machen wir uns nämlich jetzt gleich einmal auf den Weg. Wir möchten einmal hier rauslaufen und dann haben wir an dem Pavillon links eine Leiche. Dort seht ihr das Item auch schon. Dort findet ihr die erste Klangperle des Geistertallinienpflückers. Die zweite Klangperle des Geistertallinienpflückers, dazu starten wir an der Gnade Noxtella, die ewige Stadt. Von der Gnade aus ist es dann auch kein weiter Weg. Wir laufen nämlich einmal hier die Stufen jetzt nach oben. Wenn wir dann oben angekommen sind, möchten wir einmal links abbiegen. So, und können nämlich dann hier einmal in den Raum rein. Und hinten links in der Ecke des Raums habt ihr dann die Truhe und dort findet ihr dann die zweite Klangperle des Geistertallinienpflückers. Für die dritte Klangperle des Geistertallinienpflückers, dazu sind wir jetzt einmal hier im Harlekbaum und zwar an der Gnade Abwasserkanal. Wir möchten letztendlich zu unserer markierten Position hingelangen und dazu laufen wir von der Gnade nämlich jetzt erst einmal los. So, wir machen uns hier aus dem Abwasserkanal einmal raus. So, passt mir jetzt auf, dass ihr hier auf dem gesamten Weg nicht runterfallt. Wir wollen hier einmal den Baumstamm entlang laufen. So, dann hier rechts auf die Säule drauf oder auf den Steinbalken, sagen wir es mal so. Dann können wir nämlich links von uns gleich wieder auf den Baumstamm drauf. Dann wieder auf den die Säule. Die laufen wir nach oben. Dann können wir nämlich hier wieder auf den Baumstamm drauf. So, dem folgen wir natürlich jetzt erstmal wieder. Hier aufs Dach drauf. So, auf das nächst kleinere Dach. Dann möchten wir nämlich links gleich auf einen kleinen Vorsprung drauf springen. So, dem folgen wir jetzt vorsichtig. Dann möchten wir nämlich hier runter. Und jetzt sind hier noch ein paar unangenehme Gegner. Passt dort auf. So, wir laufen hier den Weg entlang. Halten uns hier, wie gesagt, an der Klippe. Jetzt möchten wir nämlich rechts an dem Baum hier vorbei. Nach unten. Und dort haben wir dann die nächste Klangperle des Geistertallinienpflückers. So, jetzt könnt ihr natürlich die Klangperlen noch einmal bei der Zwillingsjungferhöhlen abgeben. So, dazu gehen wir auf Klangperle überreichen und jetzt können wir ihr die Klangperlen des Geistertallinienpflückers einmal übergeben. So, jetzt haben wir ihr alle Klangperlen davon gegeben und jetzt können wir bei ihr insgesamt die Geistertallilien 1 bis 9 kaufen. Ich zeige euch das hier jetzt nochmal im Hintergrund, dass ihr auch wirklich von 1 bis 9 alle kaufen könnt, um eure Geisterasche dementsprechend aufzuwerten. So, kommen wir jetzt mal zu den Gräbertallilien. Denn die Gräbertallilien braucht ihr für alle anderen Aschen. Und zwar alle anderen Aschen, die keinen eigenen Namen haben, beziehungsweise von Gegnern sind. Zum Beispiel die Skelettmilizen, Skelettbanditen, Großmaulwichtel. Na, ich zeige euch hier im Hintergrund ein paar. Und dafür sind nämlich die Gräbertallilien wichtig. Für die erste Klangperle starten wir an der Gnade Donnerstrom. So, und von dieser Gnade aus möchten wir nämlich dann gleich in einen Dungeon rein. Diesen Dungeon müssen wir nämlich so weit durchspielen, dass wir uns dort die Klangperle holen können. Ihr folgt dem Weg, den ich euch zeige und ich melde mich kurz vorm Dungeon wieder.
Da sehen wir auch schon den Eingang von unserem Dungeon. Das sind die Katakomben von Windham. So, wir aktivieren natürlich hier jetzt erst einmal die Gnade. Ich zeige euch nochmal auf der Karte, wo wir uns befinden. Hier haben wir die Gnade, an der wir jetzt gerade sind. So, jetzt müsst ihr diesen Dungeon einmal so weit durchspielen, dass ihr den Boss besiegen könnt. Ihr folgt dem Weg, den ich euch im Video zeige, damit ihr den Dungeon ganz einfach nachspielen könnt. Und ich melde mich gleich wieder. So, dann haben wir auch schon die Möglichkeit, den Boss jetzt einmal herauszufordern. Ich bin ehrlich, ich mag diese Bosse ganz und gar nicht. Die haben mich am Anfang an die Verzweiflung getrieben. Ihr schafft es aber, den Boss zu besiegen und bekommt als Belohnung die erste Klangperle des Talienpflückers. So, jetzt holen wir uns die zweite Klangperle des Talienpflückers. Dazu starten wir einmal an der Gnade Ruin von Zamor. So, von den Ruinen aus machen wir uns nämlich dann auf den Weg zu einem weiteren Dungeon. Ihr folgt wieder dem Weg, den ich euch im Video zeige, und ich melde mich gleich wieder. So, hier rechts einmal entlang geritten und dann reiten wir auch schon automatisch auf den Dungeon drauf zu. Die Tür machen wir einmal auf und dann kommen wir auch automatisch auf die Gnade drauf zu. So, sind nämlich jetzt in den Katakomben des Riesengipfels. So, hier haben wir die Gnade. Diesen Dungeon müssen wir wieder durchspielen und am Ende einen Boss besiegen. Ich zeige euch nochmal kurz auf der Karte, wo wir uns jetzt genau befinden. Hier an der Gnade sind wir jetzt gerade. Ihr spielt den Dungeon jetzt bitte so weit durch, wie ich es euch im Video zeige, folgt dem Weg, damit ihr einfach zum Boss kommt. Und ich melde mich gleich wieder.
So, jetzt wird es gleich ein bisschen tricky, deswegen melde ich mich jetzt schon wieder. So, wir möchten nämlich einmal hier links runterfallen. So, ihr seid nämlich jetzt gleich nicht im gleichen Raum wie gerade eben. Wir möchten einmal nach unten. Rechts möchten wir nämlich jetzt einmal den Fahrstuhl nutzen, dass der nach oben fährt ohne uns. So, einmal hochschicken. Und dann können wir nämlich dort einmal runter. Drehen uns einmal. Laufen von Alexander weg. Können links halten, rechts abbiegen, noch einmal rechts und haben hier dann den Hebel, um letztendlich den Raum zum Boss zu öffnen. Und jetzt machen wir uns einmal wieder zurück. Ihr folgt wieder dem Weg, den ich euch im Video zeige und ich melde mich gleich wieder. Wir dann jetzt auch im Bossraum drinne. Diesen müssen wir einmal besiegen, damit wir dann von ihm letztendlich, wenn wir ihn besiegt haben, die zweite Klangperle des Talienpflückers bekommen. So, wir bekommen eine goldene Saat und wie gesagt die Klangperle. Für die letzte Klangperle des Talienpflückers sind wir nämlich jetzt in Farum Azula an der Gnade verfallenes Bestiengrab Tiefen. So, von hier aus laufen wir erstmal aus dem Raum hier raus, möchten dann nämlich einmal hier rechts durch den Durchgang durch. So, jetzt möchten wir einmal links abbiegen, dann Richtung Fahrstuhl laufen und mit dem Fahrstuhl einmal nach unten fahren. So, dann machen wir uns einmal hier raus aus dem Gebäude und jetzt möchten wir uns die ganze Zeit links halten, damit die Gegner euch nicht wahrnehmen. So, ihr folgt dem Weg, den ich euch im Video zeige und ich melde mich gleich wieder. So, wenn wir jetzt hier ganz unten angekommen sind, dann möchten wir uns nämlich jetzt rechts halten, beziehungsweise hier einmal rechts abbiegen, an dem Baum, beziehungsweise zwischen dem Baum und der Wand vorbei. Und jetzt möchten wir nämlich außenrum zum Pavillon laufen. So, wunderbar. Und dort sehen wir dann auch schon das Item liegen. Das ist die letzte Klangperle des Talienpflückers. So, selbes Spiel wie vorhin. Ich zeige euch jetzt nochmal, dass wir alle Klangperlen bei der Zwillingsjungfernhöhlen abgeben, damit ihr dann letztendlich auch die Gräbertallilien 1 bis 9 kaufen könnt. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr bei ihr die Gräbertallilien 1 bis 9 kaufen, um eure Asche dementsprechend aufzuwerten. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasst ein nettes Kommentar. Denkt daran, den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Damit unterstützt ihr mich sehr. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß in Elden Ring und sage macht's gut. Bis dahin.